Ich ziehe meiner Wege. Was war denn das hier? Aktivitäten gebe, Aktivitäten gebe. Ja, ich soll jetzt trotzdem nochmal zurück zum Müller. Müller. Wieso sage ich immer Müller, Alter? Verdammte Scheiße. Fuck, die Folge geht auch schon wieder 32 Minuten. Also, ich habe sie geschnitten irgendwo. Dann geht sie keine 32 Minuten. Ey, Alter, was geht ab? Was geht ab? Ach, stimmt, der hat ja auch Aufgaben für mich, ne? Schön, dich zu sehen. Taschendiebstahl lernen, Übung. Übung, kann ich dich was fragen? Ist ein bisschen schmutzige Geschäfte verstrickt. Erzähl mir von dir, hast du Arbeit für mich? Würdest du mich Taschendiebstahl lehren? Was ist schon? Ja, gut, verpiss dich. Ich dachte, ich muss den 50 Groschen zurückgeben. Zum Galgenhügel. Ich konnte sie zum Galgenhügel einladen, Alter. Was zur Hölle? Aber ich weiß immer noch nicht, wo diese scheiß Ulze ist. Oder Uschitze oder ach, was weiß ich, wie das blöde Kaff heißt. Scheiße, sind das da mehrere Häuser oder nicht? Schon groß, ne? Ist schon echt groß. Und ich war immer noch nicht, wo Uschitze ist, Mann. Oder ist das eine Schenke? Warte. Irgendwo war da eine Schenke. Warte. Unterkunft, na super. Yeah, geil. Da ist die Hexe, Bildstock. Hä? Und Bernhard von Rutsch. Ah, annehmen. Jetzt geht's dann vielleicht nach Uschitze. Hätte ich vielleicht ein früher drauf kommen sollen. Verdammt. Kann ich vorspulen? Mach! Ah, verdammt. Ja, ihr dürft jetzt mal einer geilen Figur zuschauen, wie sie da oben entlang wandert und wie ihr den Typen Bescheid sagen. Gibt's nur auf meinem Channel, Alter. Geile Figuren-Action auf der Landkarte. Schaut, wie er den Punkten folgt. Das ist ja fast wie Pac-Man. Hauptmann! Hauptmann! Hauptmann? Wo ist der Hauptmann? Verdammte Scheiße. Oh ja, falsche Richtung. Pferd. Teleportation. Galopp, Galopp, Galopp. Und blub, absteigen. Oh, du wirst mich jetzt verarschen, oder? Ah, ich bin der Einzige, der sich wahrscheinlich vom Pferd einbacken lässt. Hauptmann, 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 Hauptmann. Ja, wo sind die ganzen Leichen hier und das ganze Blut, Alter? Schon alles wegwaschen, oder was? Ja, klar. Ich brauche Hilfe mit den Mordbuben. Ich brauche Hilfe. Ist das so? Was ist los? Hast du dich verlaufen? Nein, ich habe die Banditen entdeckt. Sie wollen Rotschopf töten. Scheiße! Wir brauchen ihn lebend. Wie viele sind es? Nur zwei, aber sie sehen zäh aus. Wir werden sehen. Oh, geil. Warum die ganze Scheiße selber erledigen, wenn man sie erst erledigen lassen kann? Oh, fuck. Am falschen Ort. Du bist der hat den anderen schon erledigt, willst du mich verarschen? Warte. Schild. Rüstung. Fuck. Warte mal. Schlagen. Was sagt man dazu? Das Schwein kommt freiwillig zur Schlachtbank. Boah, nett.
Nein! Töte ihn! Ja, Max! Sehr geil. Oh Gott, ich bin am Wegsterben. Was sonstiges? Verband. Warum kann ich kein Verband benutzen? Eine Pilze, edler Wein, Dörfleisch. Pferd. Nee, jetzt brauche ich alles nicht. Ringelblumenaufguss. Ins Inventar. Oh, gut, dass ich das einfach machen kann, auch wenn das Pferd in der Nähe ist. Rüstung, 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 Rüstung. Da, Ringelblumenaufguss. Anwenden. Hä? Wie kann ich mich verbinden? Hä? Warte, warte, warte. Spieler? Verletzter Torso, Ruf, Statistik, Werte. Ach! Zu blocken kostet dich 30% weniger Ausdauer, gepackt, fester Griff. Ja, aber der. Ja, ich sterb doch hier weg gerade. Fuck. Ich will nicht sterben. Zauberstücklein, das zum Stillen von Blutungen verwendet wird. Kann ich was bauen oder so? Wahrscheinlich nicht. Bruder, wenn du deinen Mund nicht in Verband zweifelst, wirst du deine Gesundheit langsam verringern. Du bist so stirbst. Da du je über die speziell dickes Blut verfügst, geht es langsam verstanden. Die Blutung stillt aber sich aber dennoch nicht von selbst. Ja, schön, was soll ich denn machen? Fuck. Ich dachte die ganze Zeit, ich hab was dabei. Frisches Gewicht. Scheiße, jetzt habe ich die endlich besiegt und sterbe wahrscheinlich weg. Scheiße, leben Sie noch? Diese Bastarde, dafür hätten Sie hängen müssen. Alter, hast du was dabei? Fällt mir gerade ein. Aber hey, den ihren Scheiß könnte ich nehmen, ne? Du hast was dabei, du Arschloch. Na dann mal, der hat was dabei. Kannst du mir helfen? Ich habe von Rotschopf erfahren, was geschehen ist. Dann raus damit. Rotschopf floh, weil er einen der Banditen erkannte und fürchtete, dass sie zurückkommen, um ihn zu töten. Nun, er hatte recht. Sie haben nach ihm gefragt. Wen hat er erkannt? Seinen Namen wusste er nicht. Einen hinkenden Kerl aus Uschitze. Gut. Da du schon so weit gekommen bist, kannst du dich auch in Uschitze umhören. Wir haben hier genug zu tun. Herr Ratzig wird dir mehr dazu sagen. Er will dich sehen. Also los, wenn du noch nicht bei ihm warst. Und das war's wohl. Zwei Übeltäter weniger auf der Welt. Eine Schande, dass wir nichts aus ihnen rausquetschen konnten. Vermutlich hätten sie uns interessante Dinge berichtet. Sie hätten geredet, wenn sie gewollt hätten. Einerlei.
Wohl wahr. Was ist mit dir? Hast du etwas herausgefunden? Ja, ich habe Rotschopf befragt. Hört, hört. Du überraschst mich. Und? Steckt er mit der Bande unter einer Decke? Nein, tut er nicht. Aber er erkannte einen der Schurken wieder und floh in seiner Furcht. Kein Wunder. Sie hätten ihm die Kehle durchgeschnitten. Wen hat er wiedererkannt? Ein Kerl mit Hinkebeinen. Aus Uschitze. Offenbar hast du einen guten Riecher für dieses Lumpenpack. Sicher kannst du auch den anderen ausfindig machen. Für jetzt hast du deine Pflicht getan. Erstatte Herrn Ratzig Bericht. Er entscheidet, was als nächstes zu tun ist. Ich weiß, dass ich einen scheiß Händler brauche, weil ich hier sonst wegsterbe. Ja, das geht wieder abwärts. Oh, fuck. So, was gibt Kohle? Das nehme ich mit, das nehme ich mit, das nehme ich mit, das nehme ich mit. Silberring und das nehme ich mit. Rest lassen wir da. So, was gibt hier noch Kohle? Das da, das da, das da. Und die Groschen. So. Oh, ich habe ja noch mehrere Ringelblumen aufgüstet. Das heißt, ich könnte mich noch halb Pferd. Ach Gott, ich Idiot. Ich kann sie ja einfach so reinstecken. In die Satteltasche. Zack, 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 zack. Zack. Aufsitzen. Alter, ich muss verdammte Scheiße nochmal schnell zum Heiler. Fuck, wo ist der nächste? Wo ist das nächste Dorf? Wo ist das nächste Dorf? Oh, warte, da ist eine alte. Ja, ist mir schon klar. Ich will auch nicht schnell reisen, ich will da. Achso, ja, Marker. Boah, schick dich, ey. Schnell, sei schnell wie der Wind, mein Pferd. Reite mein treues Ross. Ross! Fuck, die Folge geht so lang, ich teile die in zwei. Warum hängen da Leute? Haben die was dabei? Ach, ist mir jetzt scheißegal, Alter, ich muss weiter. Schnell, Pferd! Schnell! Bildstock. Scheiß auf den ganzen Mist, was hier rumsteht. Ich muss einfach nur in den fucking Wald und mir was kaufen. Also ich hoffe, die Alte hat was dabei. Okay, der Ringelblumending ist down. Jetzt geht die Blutung wieder abwärts. Verharzte mich. Und dann kaufe ich mir gleich mal Zeug ein. Das kann doch nicht sein. Ich dachte, ich habe die ganze Verwand dabei. Wird zum Verbinden benutzt, um Blutungen zu stoppen. Ey, Alte! Handeln. Salbe. Kaltbier, Konservierungsmittel. Hält Speisen länger frisch. Bläh. Puppenmachertrank. Hä? Ah, fuck you! Wie kann ich denn unterscrollen? Nein, ich will den nicht drehen. Ach so. Der Stadion, du kannst dich nur mit größter Mühe mit deinen Kampffertigkeiten mit oder ohne Waffen sind für 10 Minuten um 5 Punkte und deine Ausdauer um 50% für Trank des Verderbens. Die hat ja gar nichts! Oh, warte, die hat Gräsern oder so ein Scheiß. Info weg.
Salbei, Schatzkarte, Tollkirschen. Verband. Ja, super. Wie wende ich den Verband an? Nahrung, Kaltbier. Also wie gesagt, ich den Tod in Münden, die Gesundheit wird schrittweise um 110 Punkte geschwächt. Hä? Wo 112 seinem Schatz führt. Okay, ich bin voll am Arsch, Mann. Die Alte hat auch nix. Ich muss noch mal im Inventar schauen. Spiele. Buffs. Info. Ruf passt. Questlog. Das ist mein Pferd. Hauptstufe. Oh, erste Hilfe. Hä? Ah, fuck. Speer, Nachtschwärmer. Erhöhe die geringfügige Sichtweite bei der Schnellreise sowie die Chancen auszuweichen um 10%. Nachtschwärmer. Außerdem geht es nicht. Wenn du schmutzig bist, ist ein Gespräch mit Frauen 50% mehr Charisma. Das Leben ist hart, du stammst auf einem ein bisschen Komfort bequem, wenn ich bewohnt. Also besser kannst du schlafen. Okay. Du bekommst alles noch länger ohne Essen aus, aber sobald du Hunger bekommst, sind die negativen Auswirkungen 20% stärker aufgedreht. Ja, aber Alter, wie wende ich erste Hilfe an? Werte. Stärke. Redekunst. Gesundheit. Ach kommt, Leute, Alter, wie kann ich das anwenden? Kleines Rüstungsset. Okay, hat die irgendwas drin, wo ich mich verbinden kann? Auch nicht. Oder muss ich mich dazu hinhocken? Auch nicht. Okay. Alter, schaffen wir es nach Ratai? Ich weiß es nicht. Alter, leck mich jetzt. So, wohin? 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 Ich muss schauen, dass ich weiterkomme. In dem Neudorf wird nichts sein. Vielleicht in der Schenke. Da hinten ist es. Ob da hoch? Boah, das wird knappe Sache. Ich bin hier voll am Wegsterben. Ich will jetzt nicht endlich, nachdem ich Questvorschritt gemacht habe, will ich dann endlich sterben. Ich meine, ich habe zwar noch Ringelblume aufguss, aber ich möchte die nicht alle verwenden. Oh, komm schon. Es geht um Leben und Tod, im wahrsten Sinne des Wortes, Mann. Weit noch? Boah, nicht mal die Hälfte geschafft. Scheiße. Fuck. Warum ist hier eine Mauer? Okay, geht.
Scheiße. Ich will nicht sterben. Da kacke ich mir in die Hose. Aufladen, aufladen, komm, 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 das muss schneller gehen. Ich werde noch einen benutzen müssen, Scheißdreck. Warte, da vorne ist er, oder? Hallo, helft mir! Ihr will mir helfen! Schau mal! Scheiße, die verkauft nur Fressen! Das ist schon wieder verbannt! Allgemein. Tutorials. Essen und Vergiftung, Gegenstände, Ausrüstung, Grundstellen, Heimlichkeit, Pferd, Quest, Ruf, Schlafen, Schlösser, Knall, Taschen, Diebstahl, Verletzung und Heilkunst. Verletzung und Heilkunst. Ah. Hä? Ja, aber das geht doch gar nicht. Warum geht's jetzt? Boah, ich hab's überlebt. Ich hab's fucking überlebt. Oh, Entschuldigung. Shit. Ja, aber das ging doch vorher nicht. Musste ich stehen oder so? Okay, ich blicke da gar nicht durch. Aber gut, es hat funktioniert, also scheiß der Hund drauf. Oh, Alter, ich hab die ganze Kacke überlebt, Mann. Jetzt benutzen wir mal den sein Bett wieder. Soll ich eigentlich nicht, aber scheiß drauf. Ich seh halt gar nichts. Hä? Verdammt! Nachdem ich da mal eingebrochen, nachdem ich mal drin war, hat das plötzlich zugesperrt, das Arschloch. Fuck. Edzard. Ich mag nicht mehr. Das ist doch scheiße. Ich überlebe die ganze Scheiße ganz knapp. Ganz knapp. Und dann sterbe ich durch die Treppe. Oh, verdammte Kacke. Warte, ich höre mich noch bluten. Ich höre mich bluten, ja. Ich höre mich verrecken, ganz einfach, sagen wir es mal so. Lade, lade, komm schon. Wo bin ich? Bin ich wieder im Wald?
Verband? Oh. Okay. Okay. Hallo Pferd. Pferd. Ringelblumenaufguss ins Inventar. Essen. Boah. So, und dann nehmen wir jetzt mit das da. Das da, das da. Zwei Hundsköter weniger auf der Welt. Und das da nehmen wir mit und das da. So eine Grosche nehmen wir mit. Das, das und das. Und das. Ja, ich bin überladen, weiß ich selber. Deswegen habe ich mein treues Ross hier. Warte, ich kann das doch wahrscheinlich von hier auch übertragen, oder? Zack. Zack, 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 zack. Zack, zack. Zack, zack. Zack, zack. Passt. So, jetzt laufen wir mit dem. Ja gut, hier beende ich jetzt die Folge. Das Gelaber habt ihr ja schon mal gesehen. Und ja, Gott, war das kacke. So ein Dreck. Ah, wisst ihr, was das war? Ich war immer auf dem Pferd geguckt, stimmt's? Scheiße. Wenn ich das probiert habe, war ich wahrscheinlich auf dem Pferd geguckt. Oder nicht? Ich habe keine Ahnung. Aber ich bedanke mich jetzt bei euch fürs Zuschauen. Ich laufe jetzt mit dem und reite zurück nach Ratzig. Jetzt wollte ich zurück nach Ratzig sagen. Wahrscheinlich zu der anderen Stadt. Und ja, nochmal, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und schaut beim nächsten Mal wieder mit rein, wenn es heißt Kingdom Come Deliverance. Macht's gut und Servus.